Hu, würde dir Quackern gegen die Piraten beistehen? Sie belästigen Quackern ständig. Ja, was kann ich für euch tun? Zeigt diesen dummen Piraten, dass sie nicht unbesiegbar sind. Zerstört ihre Geschütztürme und Flaggen und schlagt vielleicht noch die Piraten und ihre Anführer zusammen. Das würde Quackern wirklich helfen. Oh, und Quackern kann allen Rum gebrauchen, den ihr findet. Du alter Säufer. Oh, eine Piratin von Covington. Hallöchen, na, heute ist doch ein toller Tag zum Sterben, oder? Wie geht's dir so? Ha? Möchtest du vielleicht einmal kurz den Tod schnüffeln? Hallo? Ich glaube, sie möchte nicht, sie läuft dauernd weg. Hallo, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Jetzt bleib doch mal stehen. Ach, Frauen, ey. Mann, Mann, Mann. Da siehst du auch nicht mehr durch, diese Frauen heutzutage. So. Tja, hier, der kümmert sich noch um Netzausbau, siehst du? Ja, Telekom, da könnt ihr euch mal eine Scheibe abschneiden bei dem hier. Der kümmert sich noch um den Netzausbau, ihr nicht. Ja. Ach ja. Ich habe jetzt übrigens 128 Mbit Internet, immerhin. Aber ganz so toll ist das ja auch nicht. Also im Vergleich zu Japan, da kriege ich für den Preis 2 Gigabit, ist das tatsächlich langsam, auch wenn ich eigentlich gar nicht so viel brauche. Aber trotzdem. Ich meine, der Download geht ja schnell, sofern die Server schnell genug sind. Aber wenn ich sehe, dass es in Japan schneller ist, dann ist es natürlich. Trotzdem, dann willst du es natürlich auch haben, ne? Sowas. Oder USA, da kostet für $70 kriegst du 1 Gigabit im Monat. Also nicht 1 Gigabit im Monat, sondern 1 Gigabit pro Sekunde, aber für 70 € im Monat. So. Was ist denn hier? Oh, Golderz. Golderz. Gold, Gold, Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Da ist ja noch mehr drin. Ich will nur eins, nur dich allein. Es ist egal, was auch kommt. Es ist egal, wie es weitergeht. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Ich will nur dich. So. Ach, diese Ohrwurm immer. Stirb, du elender Pirat. Rum. Also rum. Jo, steht zusammen, hisst die Flagge, zeigt sie, sollen sie uns verdammen, doch wir sterben nie. Jo, ich glaube, der Text wiederholt sich, oder? Weiß ich gar nicht. Ach ja, Fluch der Karibik. Habt ihr das eigentlich geguckt? Fluch der Karibik. Ich fange jetzt dauernd mit Filmen an und frage euch immer, ob ihr die geguckt habt. Das ist ja echt schlimm. Naja. Habt ihr Fluch der Karibik geguckt? Wenn nicht, dann auch mal gucken. Zumindest der erste, der ist ganz gut. Der zweite, naja, geht eigentlich so. Der dritte war langweilig. Und der vierte, naja. Naja. Weiß ich nicht. Alter, der läuft einfach um mich rum. Die läuft einfach um mich rum. Die willst du von hinten? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall will sie gleich sterben, denke ich mal. Sonst hätte sie sich nämlich nicht mit mir angelegt. Na, stimmt's? Scheinbar. So, da haben wir gerade ein bisschen tote Piraten hier. Ist natürlich ein bisschen doof für die Piraten, aber stört mich jetzt nicht. So, was ist das denn hier neben? So, den Rum. Ahaha, Rum. Laber nicht so viel rum. Ha. Ich lach mich tot. Ha. Laber nicht so viel rum. Ha. Versteht ihr rumlabern? Ha. Total lustig. Ha. Ja, okay, jetzt reicht's aber auch. So. Covington Pirat. Yeah. So, ich zoome mal ein bisschen ran. Hey. Was ist aber eine komische Frisur? Ich sehe den gar nicht, der bewegt sich so schnell. So, tot. Dort. Jetzt stirb schon. Stirb, kleiner Pirat. Stirb. Wie deine Brüder und Schwestern bist du zum Tode verdammt. Oh. Geschützturm. Ach, die schon wieder. Siehst du? Haben wir doch letztens erst. Event war erfolgreich. Verteilt ich den Gelehrten. Peck? Hä? Was ist das denn? Weiß ich nicht. Also,
Keine Ahnung, habe ich bestimmt vorhin irgendwann mal gemacht, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. So ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis habe ich. Seht ihr? Das ist ja schlimm, ey. So. Hammer, Schmetter, Schlag. Ach, das wechselt auch immer, ne? Na gut, Piratengeschützturm. Stirb. Und da ist auch dann auch schon das fertig. Was mache ich mit der Kanonenkugel? Weiß ich nicht. So, was verkauft der mir hier? Was Tolles? Schauen wir mal. Na, was habt ihr... Achso, ich habe etwas rum für euch. Was habt ihr im Angebot? Piratenflasche. Edelaccessoire. Zinkkraft, Heilkraft. Brauche ich nicht unbedingt. Leder, Metall. Metall ist, glaube ich. Ja, Metall brauche ich. Ja. Brauche ich tatsächlich. Haben wir schon gekauft? Nee. Doch, haben wir. Okay. Speer. Brauche ich den? Nee, nicht wirklich, oder? Nee. Piratenflasche. Ach, das ist immer das gleiche, bloß in grün. Das gleiche in grün. So, Moment. Wir werden jetzt erstmal hier anlegen. So, Spinellbrocken. Nee. Metallwasseratmer. Kommt hier unten hin. So. Dann können wir jetzt unter Wasser atmen. Also, das konnten wir auch schon vorher, aber diesmal mit besseren Werten. Ist doch auch mal nicht schlecht. So, jetzt hier mal Plus. Und hier können wir doch bestimmt auch irgendwas erlernen. Kampfstandard, Siegel der Rage, gewährt Adrenalin, gewährt Wut, Macht und Eile. Oder Artilleriefeuer. Nebelfeuerwolf. Ach so. Unterstützungstruppen. Wir nehmen den Unterstützungstruppen mal so. Und das hier können wir dann später auch nochmal lernen. Da fehlt uns aber noch Toben. Interessant. Setzt eine mächtige Chazuka ein, die Raketen verschießt. Ist ja toll. Interessant. Gut, da werden wir mal gucken, was uns da später noch erwartet an Fähigkeiten. Aber vorher sollten wir uns vielleicht in eine andere Gegend begeben, weil hier ist, okay, Level 38 könnte ich eigentlich auch schaffen. So, was ist denn, wo muss ich denn hier hin noch? Ich glaube, ich werde mal kurz, so, hier oben ist ja jetzt schon ein bisschen fertig. Ich will mal ein bisschen hier ins andere Gebiet, wo waren das, Moment. Gendaranfelder, da fehlt uns ja auch noch einiges. Da könnte ich ja auch mal wieder hin. Moment, hier vielleicht. Oder hier, da oben ist ein Herz. Wie komme ich da am besten? Ich nehme mal das hier. So, 65 Kupfer, das ist jetzt nicht so tragisch. Die Investition, ne, lohnt sich eigentlich, weil dann kommen wir ganz schnell dahin. So, dann schauen wir mal, was hier denn so keucht und fleucht und, ja, und auf uns wartet. An Gegnern, Monstern, Piraten, was weiß ich denn? Da hinten ist ein Speer? Ach, hier. Ja, okay. Ach, siehste, warte mal. Das mache ich jetzt mal hier. Nee, Moment. Hier oben ist ein bisschen kürzer. So. Ich muss das hier mal machen, weil das habe ich letztes Mal so scheiße geschafft. Also gar nicht. Deswegen mache ich das. Laufe ich mal in die falsche Richtung erstmal. Okay, Schaufler-Transport. Ja. Besiegt die Schaufel, bevor sie die Knotenpunkt freistellt. Leerplündern. Okay, Moment. Vorräte gestohlen. Ich muss nochmal hier kurz das machen. Moment. Das geht ja so nicht. Arsch hier. Schaufler. Disaggregator. Stirb. Stirb, du elende Made. Wo sind die Schaufler freistellt? Die ist doch hier gar nicht. Bin doch hier da drunter, oder nicht? Ach, keine Ahnung. So. Ah, wo ist denn jetzt die Maus? Da. So. Aus die Maus. Wo sind denn diese dreckigen Schaufler wieder? Schauen wir doch mal. Was ist das denn da? BDYGD7I. Okay, interessant. So, wow, was ist denn hier los? Willst du etwa was klauen? Du Wiederverwerter. Tse, machen die auch noch Recycling hier. Wo kommen wir denn da hin, bitte? Alter, na klar, ein Champignon ist hier. Wie zur Hölle soll ich den denn bitte besiegen, wenn er unverwundbar ist? Hier auch schon wieder mit den Bugs. Warum ist dann E statt einem Strich?
Was machen die denn mit der Zeichenkodierung wieder? Ich vermute, dass es daran liegt. Keine Ahnung. So. Alter, der haut aber ganz schön zu hier. Aber ist auch gleich tot. Warum ist Ymir Nebelruf zweimal da? Weiß ich nicht. Hier, da einmal, zweimal. Komisch. So, du Elender, warte mal. Ups. Alter, die sind auch ganz schön hier, auch ganz schön stark, dieser Champignon. Ja, für so ein Pilz ist auch ganz schön stark. So. Aber auch gleich tot, hoffe ich mal. Schauen wir mal. Ne, da bin ich auch mal sehr gespannt, ob das klappt, den hier zu töten. Ich habe ja hier das Ding, die Standarte, die überlebt ja eigentlich wieder, theoretisch. Praktisch anscheinend ja nicht. Ja, wie man sieht, belebt die mich richtig doll wieder. Verdammt. Kämpft ums Überleben. Moment. So. Ah, Hilfe. Die kommen. Das aber auch hier. Töte den Raupen. Ist ja auch ein Event, ne? Tatsächlich. So. Warum kommt denn hier niemand zu Hilfe? Zu Hilfe. Ist doch nur ein, zwei Spieler außer mir. Drei. Nee. Einer ist irgendwie doppelt da. Ganz komisch. Ah, heilen. Ich brauche Heilung. Ich würde ja hier gerne wiederbeleben, wenn ich nicht selber angegriffen werden würde. Wäre das vielleicht auch möglich? Moment. Nein! Nein! Nein, lass mich! Lass mich! Hilfe! Mann, verdammt! Diese Sau-Eh. Ich lebe wieder. Ja, jetzt sterbt ihr elenden Hunde. Euer Tod erfüllt mich mit Freude, denn ihr seid Schaufler und ihr wollt meinen Tod, also töte ich euch auch. Ne? Ach ja. Zum Glück sind wir nicht bei Star Trek, weil da wäre ja die Rache eigentlich scheiße. Ne? Im 24. Jahrhundert empfinden die Menschen ja keine Rache, angeblich. Ne? Bis auf natürlich hier den guten Jean-Luc Picard. Der empfindet natürlich schon Rache für die Borg damals. Weil, naja, ihr kennt das ja. Der wurde ja durch die Borg assimiliert als Typi da und, naja. Ich will das jetzt nicht alles vorwegnehmen, wenn ihr noch kein Star Trek geguckt habt, dann ist das natürlich blöd. Das wollen wir ja nicht. So, ich werde jetzt erstmal mich in Sicherheit begeben ein wenig und dann werde ich mal wieder gegen den kämpfen. Wenn ich nicht mehr ganz so halb tot bin. So. Ach ja. So. Aber Star Trek ist echt ein bisschen Gesellschaftskritik so auch mit drin, ne? Also hast du richtig viel... Ich bin schon wieder tot. Mann! Mann, ey! Oh, wie fies. Kämpfen uns überleben. Ja, mach ich ja. Der greift mich auch die ganze Zeit an, ey. Oder macht er so einen Flächenschaden? Ah, weg. So, Heilung. Stirb, du elender Made von Schaufler. Oder was auch immer du bist. Ist das überhaupt ein Schaufler oder ist das ein Roboter? Alter, der haut aber ganz schön. Ich bin nicht mehr dazu gekommen, auszuweichen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz... Ich verrecke hier mal die ganze Zeit. Das gibt's doch nicht. Dam, 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 da, dam. Jetzt stirb. Mann, ich habe immer ein Ohrwurm, das ist echt schlimm. Was Star Trek kann ich nur empfehlen, wirklich. So, haben wir das auch geschafft? Wunderbar. Dann kann es ja jetzt weitergehen zu einem Dings, was ich eigentlich machen wollte. Moment. Kulu, Kulu, Kuku, Kuku. Kuluku dankt euch. Quaggan aus Kuluku sagen danke, dass ihr Quaggan vor Piraten beschützt. Hey, lass mich in Ruhe. Piraten beschützt habt. Also Quaggan vor Piraten beschützt habt. Und für Rum, Kuh. Piraten wissen wirklich, wie man rumbrennt, Kuh. Ohne Rum und Anführer haben Piraten Quaggan lange nicht mehr belästigt. Escort Quaggan sagen vielen Dank. Ja, ist ja toll. So, Quaggan. Etten ist hier. Der gute Edding. Genau.
Du bist nicht mehr als ein Textmarker. Also stirb. Denn du hast deinen Sinn, nee, deinen Zweck erfüllt. Und kannst nun sterben. Weiß ich nicht. So. Ich hab dich schon markiert. Genau, ich. genau. Edding. Textmarker. Ich markiere den Boden mit seinem Blut. Ha. Achso, Frostfall ist ja für die andere Dings hier, war das ja damals. Das brauche ich ja gar nicht mehr. Ich wollte nämlich eigentlich hier hingehen und diesen Fertigkeitspunkt endlich mal holen. Damals habe ich es ja nicht geschafft, weil die so schnell respawned sind und ich zu wenig Schaden gemacht habe. Heute aber ist ein anderer Tag. Und heute werden wir es schaffen und in die falsche Richtung springen. So, stirb, Etting. Etting. Du wirst den Boden mit roter Farbe bemalen. Mit deinem Blut. Wäre doch ein toller Textmarker. Aus Etting-Blut. Jetzt kannst du ja Etting nennen. Ha. Ach ja. So, schön. Tot. Tot. Tot sind schon die Ettings. Ach, schön. So. Haben wir damals in der Schule gesungen, das über das Töten von Ettings. Damals in Musik. Ne? Das waren noch Zeiten, ja. Heutzutage darfst du ja sowas gar nicht mehr sagen. Nee, haben wir natürlich nicht gesungen. Damals gab es noch gar keine Ettings. Heutzutage darfst du doch gar nichts mehr sagen. Echt mal. So. Ach ja. Lalalala, Etting, tot. So, ich hoffe, ich schaffe das diesmal. Falle scharf machen will ich gar nicht. Etting, ich möchte dich gerne töten. Das Problem ist, ich bin auch genau auf Level 29 runtergestuft. Das heißt, ich mache auch nicht mehr Schaden oder so. Als vorher. Vielleicht ein bisschen mehr, weil ich bessere Waffen habe. Ich habe keine Ahnung. Oder bessere Ausrüstung. Keine Ahnung, ob das irgendwie skaliert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mach ich tot. Ich mach tot, ey. Ich mach dich tot, alle, ey. Alle meine Ettings sterben in der Höhle. Sterben in der Höhle. Köpfchen in den Boden, Schwänzchen in die Höhe. Weiß ich nicht. So. Jo, Etting. Stirb, du elende Made. Stirb jetzt endlich. Ich will dich töten. Ja. Das geht ja so nicht hier, Etting. So, wo ist denn jetzt eigentlich? Ach, da hinten ist der Fertigkeitspunkt. Da ist der Hauptmann. Den müsste ich vorher nochmal umbringen. Ne, und so. Kennt ihr auch sicher bestimmt. Und ich mache jetzt mal das. So, und dann einmal kurz hier umbringen. Den Etting. So, haben wir eine Standarte aufgestellt. Vorhin gerade. Also eben gerade. So. Und jetzt hauen wir hier ein bisschen auf den Putz. Ja. Heute ist ein guter Tag zum Sterben, du kleiner Etting hier. Ist der eigentlich... Ist der größer als ich? Nicht mal wirklich. Ich glaube, wir sind in etwa gleich groß. Sogar ist vielleicht ein bisschen größer. Ja gut. Aber eigentlich... So. Tot. Na, da war er schon tot. Na sowas. Verwüsteter abgenutzter Schulterschutz. Oh, der ist sogar besser als das, was ich habe. Moment. Nein. Moment, eben muss ich auch gleich noch ausrüsten, ey. Das ist ja echt besser, das gibt's ja nicht. Echt deprimierend. Na gut. So, dann werde ich hier mal ganz kurz ein bisschen aufräumen. Hallöchen, na? Wie geht's heute so? Willst du auch sterben, Mensch? Die haben heute alle irgendwie das Bedürfnis zu sterben. Das ist echt total seltsam. Naja. Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? So, stirb, du Elender. Stirb. Durch meinen Hammer. Oh, da ist ja noch jemand. Hey, diesmal habe ich Hilfe. Yeah. Und er... Ach, die können auch mein Banner mitnehmen. Ist ja interessant. Wusste ich gar nicht. Dass andere Spieler auch mein Banner aufheben können. Hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Das ist nur wirklich interessant. Hier ist ein Buch. Ein fliegendes Buch. Ein fliegendes, brennendes Buch. Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. Naja, so. So,
Für Leute, die nicht lesen wollen, kann ich nur brennende Bücher empfehlen. Da hat man immer eine Ausrede, nicht zu lesen. Ne? So, jetzt stirbst du, Ettin, Häuptling. Ich will immer Edding sagen. Aber gibt natürlich auch andere Textmarker, ne? Gibt natürlich nicht nur Edding, sondern auch andere. Ist doch klar. Ne? Wisst ihr ja. Wollte ich nur nochmal erwähnen. So, jetzt hier. Sanft glühendes Licht. Hallo, klick. Hallo, ich möchte das auch gerne anklicken. Ach, jetzt. Ach, da unten. Haltet mit diesem Ort der Macht Zwiesprache. Ein wärmendes Licht, untermalt von einem Aroma süßer Blüten und einer erfrischenden Sommerbrise. Ettins und andere Kreaturen der Erde werden von ihrem Reizen magisch angezogen. So, haben wir mal Zwiesprache gehalten. Hallöchen, oh, wie geht's so? Hey, wie ist denn das Wetter bei dir? So, ach, guck mal, da ist schon wieder einer respawned. So. Ja, da ist schon wieder 13.10 Uhr. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz eine Aufnahmepause machen. Nee, warum spreche ich eigentlich schon wieder so komisch? Ich weiß es nicht. Ja, und dann muss ich mal ganz kurz die Folge nochmal hochladen, wenn ich dann mal aus dieser Höhle hier raus bin. Ich glaube, da mache ich mal Folgendes. Ich werde mich mal ganz kurz einfach raus teleportieren. Moment. Und zwar hier oben. Ach, da muss ich auch nochmal hin nachher gleich. Beim nächsten Mal. So. Aber jetzt erstmal würde ich mal sagen, nee, schöne Grüße aus dem Osten und nee, also jetzt mal im Ernst. Also auf jeden Fall, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Ach nee, ich sage den Spruch mal nicht. Dann seid ihr neugierig, was ich eigentlich sagen wollte. Nee, na gut, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss.